Heute möchte ich euch mal diesen Pinpointer zeigen. Von Secon. Immer wieder haben mich Leute gefragt, was habe ich da eigentlich für einen Pinpointer? Und in diesem kurzen Video will ich euch einfach mal den Secon Pinpointer zeigen. Auch aus dem Grund, weil ich auf YouTube nirgends ein Video gefunden habe über diesen Pinpointer. Ich bin jetzt hier einfach mal im Wald unterwegs und habe ein paar Objekte mitgebracht für einen Reichweitentest. Ein Koppelschloss, 5 Reichsmarken, Ring und noch ein ganz kleines Objekt und dann noch hier so einen ganz kleinen Splitter. Als erstes will ich euch aber ein bisschen was über den Pinpointer erzählen. Der Pinpointer ist von Secon, wie man sieht. Die Firma Secon ist aus Deutschland. Made in Germany steht auf deren Homepage. Die verkaufen Metalldetektoren für industrielle Zwecke oder für Unterwassersuche. Und die haben auch diesen Pinpointer hier entwickelt. Und ich fand den sehr cool und interessant und deswegen habe ich mir den damals gebraucht gekauft für 180 Euro. Und neu kostet er wohl 280. Gibt es zu dem Pinpointer zu sagen, der Pinpointer hat hier vorne quasi hier, das ist die Lautstärkeregelung. Normalerweise ist da eine ganz kleine Schraube dran. Ich habe mir eine größere rangebaut, damit ich das mit der Hand regeln kann. Wenn man jetzt hier dreht, dann kann man quasi den Pinpointer so leise machen. Dann sind die Löcher nicht mehr bündig. Und wenn ich zurückdrehe, dann ist er wieder ganz laut. Das ist meistens das Setting, was ich verwende. Ganz laut. Und über diesen Drehknopf regelt man quasi die Sensitivität stufenlos. Man kann also hier wirklich drehen, ganz fein den Pinpointer einstellen. Man kann die ganz nach links drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Dann ist es die geringste Empfindlichkeitseinstellung. Oder man kann es nach rechts drehen, bis der Pinpointer ein Geräusch macht. Und dann dreht man quasi so lange nach links, bis er still ist. Und das bedeutet, er ist jetzt am empfindlichsten eingestellt und hat somit die höchste Reichweite, die man einstellen kann. Was ich gut finde an dem Pinpointer ist, dass er hier vorne dünn ist. Die meisten Pinpointer sind hier vorne ungefähr so dick. So zum Beispiel der AT Pro Pointer, der orange, der ist ungefähr so dick im Vergleich. Und da er so dünn ist, kann man sehr fein auch Kleinteile orten, was ich sehr gut finde. Was ich nicht so gut finde, ist, dass das Batteriefach hier hinten aufgeschraubt werden muss, um an die Batterie zu kommen. Was aber nicht so schlimm ist, weil die Batterie bzw. der Akku, den ich da drin habe, ist ein 9-Volt-Block. Der hält einen Monat. Da kann ich dreimal die Woche sondeln gehen mit 8 bis 12 oder 14 Stunden Touren und nach einem Monat muss ich mal den Akku laden. Also der hält wirklich lange. Der Pinpointer hat mich in den 2 Jahren nie im Stich gelassen. Der immer treu, immer funktioniert. Der war nie alle. Ich habe den immer zu Hause, wenn ich dachte, jetzt wird es mal Zeit, den zu laden, habe ich den 9-Volt-Block rausgenommen, habe den aufgeladen und dann hat das Ding mich wieder ewig begleitet. Wenn man den Schalter nach hinten drückt, ist er an. Mit Licht. Und wenn ich den Schalter wieder in die Mittelstellung bringe, ist er wieder aus. Wenn ich ihn nach vorne drücke, ist er auch an, aber ohne Licht. Ich werde den jetzt mal hinten aufschrauben und euch mal das Batteriefach zeigen. Hier drinnen befindet sich so ein roter Schalter. Ich hoffe, man kann jetzt sehen. Ja, da ist er. Wenn man den jetzt nach links drückt, könnte man den Ton komplett ausschalten und den Pinpointer dann quasi ohne Ton benutzen und sich nur anhand der Leuchtdiode orientieren. Der Pinpointer hat aber keine Vibration. Jetzt schraube ich den mal wieder zu. Das Auf- und Zuschrauben ist ein bisschen umständlich gemacht, allerdings, wie gesagt, durch den geringen Stromverbrauch kann man das verkraften. Dann werde ich mal die Reichweite zeigen.
Koppel fängt dann schon bei 10 cm ein. 5 Reichsmark. Und ungefähr 4,5 cm. Dann haben wir hier 10 Reichspfennig. Da fängt er auch bei 4 cm an. Ein Goldring. Auch bei 4 cm. Wenn ich ihn jetzt mal so seitlich halte. Dann erst bei 1 cm. Diesen kleinen Silberanhänger. cm und diesen ganz kleinen, diese ganz kleine Münze hier, ein Penny 1889, den kriege ich darauf 3 cm rein. Und jetzt mal diesen ganz kleinen Splitter hier, zeigt noch mal zum Vergleich den Penny. Also da brauchen wir das Maßband nicht mehr, da lege ich den einfach mal hier hin. Weil er erkennt es auf jeden Fall. Das ist wirklich ein ganz kleines, dünnes Blechfragment. Ich habe es aber zu Hause schon getestet mit dem XPMI6 und mit dem AT Pro Pointer und die erkennen dieses kleine Fragment auch. Eigentlich genauso wie der. Also auch um kleinste Objekte zu orten, kann man diesen Pinpointer nutzen. Ich lege jetzt mal noch mal eine Münze hier hin. Und zeige euch noch mal zum Abschluss, wie der Pinpointer so ein bisschen funktioniert beim Pinpointen. Und ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen vergraben. So, zack, weg. Ansonsten, wenn ihr den Pinpointer sehen wollt, in meinen Videos habe ich den ja immer verwendet, könnt ihr euch das angucken. Und man merkt schon, der ist richtig schön empfindlich. Man kann die Objekte wirklich auf einen Millimeter genau orten und das ist auch ein Pinpointer für sehr kleine Objekte. Wenn man wirklich ganz kleine Splitter hat, die man noch finden möchte, irgendwelche Fragmente von irgendwelchen Objekten, die mit der Zeit abgebrochen sind, dann eignet sich der Pinpointer dafür, weil er auch hier vorne sehr dünn ist. Das ermöglicht natürlich die Ortung von kleinsten Objekten in der Erde. Das Einzige, was mich an dem Pinpointer immer gestört hat, ist die Tatsache, dass er nicht wasserdicht ist, dass hier in den Lücken Dreck und Wasser eindringen kann, dass es im Grunde genommen ein schön Wetter-Pinpointer ist. Für einen Strand, weil er diesen schönen Bodenabgleich hat, ist er super. Der ist für einen Wald, für trockenes Wetter ist er wirklich richtig gut. Er liegt gut in der Hand und man kann die Münzen und was auch immer man sucht, schnell auspinpointen. Wenn das Wetter schlecht war, habe ich die Box hier zugedreht, dann ist er ziemlich leise. Was man aber auch machen kann, man kann diese Platte hier vorne abmachen, indem man die Schraube abnimmt und einfach Tarnband drunter machen und dann diese Platte wieder drauf und festschrauben. Und dann schützt das Tarnband die Löcher hier vor Schmutz und Wasser, aber die Lautstärke kommt trotzdem noch viel lauter durch, als wenn man ihn jetzt zumacht. Wenn er aber jetzt zu ist, wie gesagt, ist er eigentlich sehr dicht. Da kann man jetzt auch Wasser rüberlaufen lassen, das würde dann nicht mehr eindringen, allerdings hier. Bei der neuen Version 1.4, die Secon verkauft, da ist das hier abgedichtet. Die haben da irgendwie so einen Schutz drüber, das war leider hier nicht dran. Der Pinpointer ist spritzwassergeschützt
aber nicht wasserdicht. Und das ist auch der Grund, warum ich mir einen neuen Pinpointer gekauft habe. Und zwar diesen hier, den XP MI6. Vor 2 Wochen habe ich mir den gekauft und habe ihn jetzt mal eine Weile getestet. Und im nächsten Video zeige ich euch mal, wie ich den Pinpointer so finde. Hier sieht man noch die Batterie, den Batteriestatus. So langsamer er blinkt, umso voller ist die Batterie, umso schneller der blinkt, umso leerer ist die Batterie oder der Akku. Ich mache mal wieder laut, weil jetzt will ich die Münze daraus pinpointen. Da ist er. Hier ist irgendwie eine Lücke. Hier ist eine Lücke. Aber das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wisst ihr nicht, was ich jetzt noch sagen sollte zu dem Pinpointer? In meinem nächsten Video habe ich diesen Pinpointer mal getestet. Den habe ich jetzt seit 2 Wochen. Den zeige ich euch dann im nächsten Video. Und dann kommen natürlich wieder Sondervideos. Ich habe auch schon wieder ganz neues Videomaterial von coolen Funden, die ich letztens gemacht habe. Wenn ihr Fragen habt zum Pinpointer, dann stellt die Fragen einfach, schreibt es in die Kommentare, ich werde sofort antworten und euch zu dem Pinpointer noch Informationen geben, wenn ihr die wissen wollt. Ansonsten wartet jetzt hier mit dem Video, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schaltet wieder ein, geht sondeln und genießt die Natur.